Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Auf den meisten älteren Tiefbohranlagen haben wir einen Kelly-Drehantrieb, der das Bohrgestänge in Rotation versetzt. In der Arbeitsbühne ist ein Drehtisch eingelassen und wenn der Drehtisch angetrieben wird, dass er sich dreht, bewegt sich da drin die meist sechseckige Kelly-Stange. Und so dreht sich der Bohrstrang und die Kelly-Stange kann sich frei in diesem System auf und ab bewegen. Und so bohren wir dann also, bis die Kelly-Stange abgebohrt ist. Und wenn das passiert ist, setzen wir eine neue Stange nach, ne, und fahren die Kelly-Stange dann wieder in Position. Und so können wir die nächste Kelly-Stange abbohren und so weiter. Aber irgendwann ist es dann tatsächlich mal so weit, dass der Meißel stumpf ist. Und wenn der Meißel stumpf ist, dann müssen wir trippen. Trippen bedeutet, dass wir das komplette Bohrgestänge ausbauen, die verschlissenen Teile auswechseln und dann den ganzen Bohrstrang wieder einbauen. So, wie geht das mit diesem Trippen? Also zum Trippen brauchen wir zunächst einmal die Kelly-Stange nicht. Und deswegen ziehen wir das Gestänge so weit hoch, dass wir an das Gewinde unterhalb der Kelly-Stange drankommen. Wir fixieren das Bohrgestänge, damit es nicht ins Bohrloch fällt, schrauben die Kelly-Stange ab und stellen die beiseite. Dazu gibt es auf der Arbeitsbühne so ein paar Hilfslöcher. Meistens nennen wir das Loch, wo die Kelly-Stange abgestellt wird, das Rattenloch. Und wenn die Kelly-Stange nun also nicht mehr im Weg ist, fahren wir mit dem Kloben wieder runter und an dem Kloben hängt ein sogenannter Elevator. Das ist ein Greifer, ein spezieller Greifer, der an diesen langen roten Bügeln mit am Spülkopf hängt. Und mit diesem Elevator können wir jetzt den Bohrstrang greifen, dann können wir die Keile wieder ziehen und dann ziehen wir ein möglichst langes Teilstück des Bohrstranges raus. Meistens sind das drei Bohrstangen, also Elemente von etwa 30 Metern Länge. Und wenn wir das hochgezogen haben, fixieren wir den Bohrstrang wieder, können ihn unten abschrauben und dann wird das Bohrgestänge an die Seite auf die Arbeitsbühne gestellt und oben im Turm gibt es den sogenannten Turmsteiger, der das Gestänge oben aus dem Elevator nimmt und oben in die Fingerbühne einhängt. Wir sehen hier auf dem Bild, wie der Turmsteiger ganz oben im Turm seine Arbeit verrichtet. Den Elevator hat er aufgemacht und hat das Gestänge in die Fingerbühne gestellt. Von da oben hat man natürlich eine großartige Aussicht. Wenn man mal von oben runter guckt, sieht man auch auf der Seite wieder die Gestängezüge stehen. Und ja, das ist ein herrlicher Ausblick. Und so geht das immer weiter. Der Elevator fährt runter, holt sich einen neuen Gestängezug hoch, der dann wieder im Turm abgestellt wird. Und wenn das ganze Gestänge ausgebaut ist, dann sieht das ungefähr so aus, wie wir es hier auf diesem Bild sehen. Wir sehen, dass die ganze Arbeitsbühne voll mit Gestängezügen steht. Und wer ganz genau hinguckt, sieht auch die Gewindeverbindungen, die dazwischen angeordnet sind. Ja, und dann wird eben ein neuer Meißel unten angeschraubt und dann marschiert das ganze Gestänge wieder in umgekehrter Reihenfolge unten ins Bohrloch, wo weiter gebohrt wird. Dies und noch viele andere Dinge lernt man in unserer Vorlesung Grundlagen der Bohrtechnik hier in Freiberg. Wir würden uns freuen, euch dabei auch mal begrüßen zu können. Glück auf!